Zum Schluss. Die FAZ sagt heute sehr schön in einem Kommentar zu der Frage der Haushaltspolitik das, was Herr Schneider nicht gerne hört. Nur die FDP bemüht sich um Vorschläge, die den Schutz der Gesundheit und der Wirtschaft mit dem Schutz öffentlicher Kassen besser zusammenbringen sollen. Das ist der richtige Ansatz für das zweite Pandemiejahr. Man könnte es aber auch einfach sagen, die FDP ist der einzige Herdenschutz... ...für Wirtschaft, Gesundheit und Generationenvertrag. Herzlichen Dank. Werde für die Unternehmenshilfen gebraucht. Das stimmt aber nicht. Die Wahrheit ist, ein Großteil der mittelständischen Unternehmen in Deutschland sagt, das Geld kommt überhaupt gar nicht an. Und was wir jetzt hören, ist Folgendes. Die Software zur Auszahlung der Hilfen wird wahrscheinlich überhaupt erst im Frühjahr des kommenden Jahres fertig programmiert sein, meine Damen und Herren. Ganz zu schweigen von der Bearbeitung der Anträge. Viele Familienbetriebe fühlen sich wie damals in der DDR. Im Schaufenster ist die große Auslage in Milliardenhöhe von Olaf Scholz bereitgestellt. Und man betritt den Laden und dann heißt es, Lieferzeit 2 Jahre, meine Damen und Herren. Und ich will das klar sagen in Richtung der Union. Das können Sie nicht allein dem Bundesfinanzminister in die Schuhe schieben. Zuständig ist der Bundeswirtschaftsminister der CDU, Peter Altmaier. Nichts klappt bei den Unternehmerhilfen zurzeit. Und daran müssen Sie arbeiten. Herr, lass Hirn regnen, möchte man rufen. Aber zumindest was Union und SPD betrifft, erhört er mich leider nicht. So bleibt nur die irdische Maßnahme des Aktenstudiums. In Ihrem Positionspapier für eine digitale Bildungsoffensive, liebe Unionschristen, da lesen Sie Ihrer ambitionslosen Ministerin ja kräftig die Leviten. Und ziehen Anja Karliczek jeglichen Speck unter dem Sessel weg. Toll, was Sie da fordern. Eine Unbedenklichkeitsprüfung für digitale Lehrmittel. Die Einbindung innovativer Edutechs. Eine Whitelist für Tools und für Apps. Nur, da steht ja alles schon in unserem Antrag vom Juni, den Sie im Oktober abgelehnt haben. Und jetzt schreiben Sie ab, Sie Copycats. Wenn der Herr schon kein Hirn regnen lässt, gut, dass Sie immerhin als Manna unser liberales Gedankengut haben. Bitte weiter so bei unseren Änderungsanträgen zum Haushalt. Wir helfen gerne mit. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Christine Aschenberg-Dugnus, FDP. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin. Wie bewerten Sie die Kommunikation, aber vor allen Dingen auch die Vorgehensweise bei der kostenlosen Abgabe der FFP2-Masken an über 60-Jährige, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sich bereits vor dem offiziellen Termin als auch seit gestern sehr, sehr lange Schlangen vor den Apotheken gebildet haben? Und wir ja eigentlich sagen, dass gerade die Gruppe der über 60-Jährigen jetzt nicht noch extra rausgehen soll, sondern eher zu Hause bleiben soll. Wäre es nicht besser gewesen, an diese Gruppe die FFP2-Masken zu versenden? Ja, das wird in einem zweiten Schritt auch geschehen. Wir wollten aber auch jetzt noch ein Angebot machen, das übrigens sehr, sehr gut angenommen wird, wie man ja an den Wartenden auch sieht, was gestern auch im Großen und Ganzen mit Ausnahmen, das gebe ich zu, gut geklappt hat. Und ich glaube, dass gerade auch ältere Menschen über 60 immer wieder auch Besorgungen machen im Einzelhandel und dann vielleicht auch die Apotheke aufsuchen. Und dass so viele gekommen sind, zeigt ja, dass es ein Angebot ist, was angenommen wird. Und deshalb finde ich erstmal, dass es ein sehr, sehr guter und wichtiger Schritt ist. Und der Rest der Masken wird dann anderweitig auch verteilt werden. Aber als ersten Schritt unterstütze ich das. Nachfrage bitte, Frau Kollegin. Ja, wir unterstützen den Schritt auch, aber ich wiederhole noch mal, Apotheker berichten mir von chaotischen Verhältnissen, dass sich wirklich sehr, sehr lange Schlange bilden, dass auch das Apothekenhopping ja nicht verhindert werden kann, weil der Ausweis vorgelegt wird. Und deswegen wäre es nicht besser gewesen, denn wir versuchen doch der Bevölkerung darzulegen, möglichst zu Hause zu bleiben. Und es gehen halt viele jetzt in die Apotheken ausschließlich, nicht zum Einkaufen, sondern um sich die Masken abzuholen. Und deswegen nochmal die Frage, hätte man nicht darüber nachdenken sollen, gerade in der jetzigen Zeit, eher auf eine Versendung zu gehen?
Wir standen vor der Frage, vor Weihnachten nichts zu tun oder dies zu tun und haben uns dafür entschieden. Alle, die jetzt sagen, ich bleibe lieber zu Hause, ich möchte die jetzigen Masken nicht haben, werden im Januar Masken bekommen, die auf einem anderen Wege und auf dann auch mit fälschungssicheren Dokumenten verbunden sind, sodass da auch kein Missbrauch betrieben werden kann. Wir haben uns jetzt entschieden für dieses Angebot, weil es das war, was machbar ist. Und dann würde ich sagen, wenn so viele Menschen dieses Angebot wahrnehmen wollen, war es vielleicht auch nicht ganz so falsch.